wir hätten mit keinem weiteren fremden Anbieter sozusagen unsere Möglichkeiten so realisieren können, wie wir das mit DCNX und FTT damals konnten. Die Vorgehensweise war relativ klar strukturiert. Wir haben als erstes die wirtschaftlichen Grundlagen verhandelt. Wir haben danach einen groben Installationsplan festgelegt. Wie flexibel war DCNX während des gesamten Projektes? Ich glaube, beide Parteien brauchten und brauchen immer noch eine relativ hohe Flexibilität. Wir sind immer wieder in Situationen, wo wir zusammensitzen und wo wir nach Lösungen suchen. Die Dienste, wie Zuverlässigkeit der Dienste, war auch rückblickend zufriedenstellend. DCNX überwacht unsere Anlagen über eine Hotline und kann sozusagen per Ferndiagnose Fehler herausfinden. Manche Sachen können auch über die Fernwartung repariert werden. Und ansonsten sind wir halt eben mit einer bestimmten festgelegten Fristigkeit sozusagen zur Fehlerbehebung versorgt. Wie gut DCNX sich unseren Zielen angepasst hat, ich glaube, man kann für alle Beteiligten sagen, dass alle, die von Seiten von DCNX an den Projekten beteiligt waren, immer sehr zielgerichtet versucht haben, unsere Ziele, sprich zum Beispiel den Zeitplan einzuhalten, die Installierung so optimiert zu gestalten, dass wir möglichst wenig Vorstellungsausfälle hatten, etc. etc. Was mag ich besonders an DCNX? Eigentlich die Menschen. Was würde ich einem anderen Unternehmen sagen, wenn es überlegt, mit DCNX zusammenzuarbeiten? Ich würde immer empfehlen, das offene Wort konkret zu formulieren, was man möchte. Und ich würde Ihnen sagen, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass man eine konkrete Antwort bekommt, was geht und was nicht geht. Und dass immer sich bemüht worden ist, eine gemeinsame Lösung zu finden. Nicht einfach sagen, können wir nicht, machen wir nicht. Ich wiederhole es, nette Leute am Punkt arbeiten und Lösungen suchen.